Im heutigen Video gucken wir uns das komplette überarbeitete Fortschrittssystem von Valorant an und das sieht wirklich besser aus, als ich persönlich angenommen habe. Auf geht's! Den Link zu diesem Video hier findet ihr unten in der Videobeschreibung, als auch zu allen anderen Posts, die wir uns im Anschluss dann gemeinsam anschauen. So, dann würde ich sagen, los geht's! The Valorant progression system is changing with Episode 7, so grind out those agent contracts before June 27. But wait, wait, stop. Don't queue up yet. Watch this first. Jetzt bin ich schon mal sehr gespannt, warum wir vorher alle Agenten gemaxlevelt haben müssen. Aber gut, schauen wir mal. Revamp daily rewards. Now. Dailies will better reward you for playing Valorant, whether it's Escalation, Premier, Try Hard Comp, Sweaty Unrated, or TDM. Daily rewards grant both XP and Kingdom credits, a new thing you can use to unlock free stuff. Alright. Das müssen wir uns ganz kurz nochmal anschauen. Also, es gibt jetzt viermal den Daily Bonus. Wie viele Runden gespielt wurden, gibt halt XP. Das wird hier nochmal aufgeschlüsselt. Wie viele gewonnene Runden? Okay, es stand ja 13,9. Okay, I don't care, es ist völlig egal. Aber hier auf der rechten Seite sehen wir diese Zusatzpunkte. 270, 205, 205. Also als Daily-Bonus nochmal 205 on top. Ultis wurden geused, dafür gab es XP. Und dann sehen wir hier ganz unten 680 Punkte. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Vielleicht gehen sie da gleich nochmal drauf ein. Aber oben rechts sehen wir die. 6000 haben wir insgesamt. Das bedeutet... 6000 Punkte nehmen wir jetzt erstmal und behalten sie im Kopf, weil davon werden gleich Sachen freigeschaltet. Nehme ich zumindest an. Free currency that you can use to unlock free stuff. Agent contracts are now an agent recruitment event. You'll never forget to activate a new agent contract again. Okay. These free event passes will automatically activate the day a new agent releases and stay active for a few weeks, starting. Alright, das ist mega nice. Das gucken wir uns nochmal ganz kurz an. Ganz ehrlich, Leute, das sieht halt 1:1 aus wie League of Legends. Ich glaube, viele von euch werden instantly daran gedacht haben, hier von wegen, ey, du kannst jetzt entweder 1000 Punkte ausgeben oder 8000 Punkte von dem anderen, von der anderen Ingame-Currency. Das sieht halt 1:1 aus wie League of Legends, was definitiv was Gutes ist in meinen Augen. Und, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man jetzt neue Agenten im Spiel hat, werden die automatisch, also die Contracts, automatisch freigeschaltet. Das ist nice. Hier oben sehen wir es auch nochmal. Das ist super, super cool, dass man diese Progress Card halt hat. Active for a few weeks, starting with the next agent. Quiet. You'll earn progress automatically while playing. But if you're impatient, you can unlock the agent with VP right away. The whole time you're earning agent recruitment progress and XP, you're also earning those kingdom credits. Kingdom credits, okay. So what happens if a few weeks go by and you didn't unlock the agent? No problem. You can still unlock the agent in the agent store using stored up kingdom credits. Hätte ich nicht gedacht. Also das ist das System wie bei League of Legends. Und vielleicht werden die auch irgendwann günstiger. Also dass man sagt, okay, Agenten, die vielleicht schon... 2 Jahre alt sind, kosten ja nicht 8000, sondern vielleicht 4000. Aber sie geben uns damit quasi die Möglichkeit, sie alle for free zu bekommen. Statt so Leute wie ich, die dann 10 Euro ausgeben, um den Agenten direkt in dem nächsten Livestream zu zeigen, macht es ja für jeden Sinn, das hier so freizuschalten oder der Contract wird halt gespielt. Anytime after the recruitment event ends, let's go over agent gear. You know all those items in your agent contracts, the stuff you're grinding? 10 Level haben wir. They're still here. But now you can choose where you want to spend the currency you've earned. And there's more to earn than just agent gear. Hit up the accessory store. Warte. Also schalte ich die Sachen jetzt nicht mehr so frei? Also automatisch. Ich muss mich entscheiden. Level ich das jetzt quasi dann nicht mehr? Also für mich hat das immer bedeutet... Ich spiele Gecko sehr viel, also diesen Contract. Ich muss ja nicht mehr Gecko spielen, sondern ich spiele den Contract von ihm. Und dann bekomme ich die Shorty irgendwann for free. Deswegen hat sie gesagt, man sollte bis zum Start dieses Events quasi oder dieses neuen Updates alle Agenten-Contracts durchgespielt haben. Weil ansonsten kosten die zukünftig Punkte. Sehe ich das richtig? Earn than just agent gear. Hit up the accessory store. So maybe you're new to Val or you've been here forever, but skip going premium on a battle pass and regret it. Or you just missed some items you really wanted, like the air horn spray.
Ich brauche definitiv das Rune Knife, denn das ist das der wirklich der einzige Battle Pass, den ich nicht bis zum Schluss gespielt habe. Also wird in meinem Shop wahrscheinlich nur der Rune Dagger drin sein. Good news, you can spend your Kingdom credits in the accessory store to acquire past Battle Pass accessories, cards, sprays, buddies, and auch 6000 Punkte. Okay, gucken wir uns das nochmal ganz kurz an. Also, wir geben hier auch 6000 Punkte für aus und es sieht wieder so aus wie das, was wir uns eigentlich alle nicht erhofft haben, nämlich tägliche Offers, also tägliche Angebote. Für 7500 gibt es einen Buddy, 4500 gibt es einen Titel, 6500 gibt es eine Player Card und 6000 gibt es einen Spray. Akt 2, Akt 3, Akt 1, Akt 3. Boah, okay. Ich habe keine, also man hat ja auf dem ersten Screen gesehen, dass man für diese eine Runde da irgendwie 600 Punkte bekommen hat. Das ist ja dann nicht schlecht, wenn ich jeden Tag spiele, dann habe ich ja nach 10, 11, 12 Tagen habe ich die Punkte ja alle zusammen. So spätestens. Ich glaube sogar früher, wenn der Daily Bonus halt wirklich viermal gilt, dann habe ich das ja schon viel früher. Also sie wollte auf einem anderen Weg, dass wir mehr Zeit mit dem Spiel verbringen. Was ja erstmal gut ist. Ja. Es ist ein Trade-off. In the accessory store to acquire past battle pass accessories, cards, sprays, buddies and titles. You'll want to check your store often since these accessories refresh every week and there's a max amount of creds you can bank. Einmal pro Woche updatet sich der Shop. I hope these changes are exciting and show you that we're committed to updating all parts of our game. Episode 7 is stacked. We're announcing everything in the next few weeks, so stay tuned. Aber hyped ist sie auf jeden Fall, das freut mich. Alrighty. Also, sie ist gehyped. Ich bin's auch. Auch wenn ich einige Fragezeichen in meinem Kopf habe, was das betrifft mit den Freischaltungen. Ich finde erstmal gut, dass man diese Kingdom-Punkte bekommt. Wahrscheinlich werden Leute, die regelmäßig spielen, halt irgendwann 100.000 haben. Also sagen wir mal ganz ehrlich, dass sich dieses, vielleicht ändert sich das noch, dass sich das nicht nur jede Woche updatet einmal. Ich hätte jetzt alle 24 Stunden gesagt, weil wenn jemand einen ganzen Battle Pass nicht gespielt hat, theoretisch, ja, dann sind da ja sehr viele Items drin. Das heißt, bis ich die überhaupt einmal alle angezeigt bekommen habe, vergehen ja Jahre. Also, ja wirklich Jahre, theoretisch, übertrieben gesagt. Genau, aber das Update sieht erstmal ganz cool aus, finde ich. Aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Video und der Beschreibung von ihr denkt und was ihr davon haltet. Ich muss wirklich nochmal sagen, dass dieser Screen mir hier mit Abstand am besten gefällt, wie man Agenten zukünftig freischaltet. Das erinnert krass an LOL, bietet natürlich auch das Potenzial, dass es theoretisch immer mehr werden könnten, theoretisch, mit dem Rekrutieren. Ich habe jetzt so und so viel schon freigeschaltet. Sieht einfach optisch ansprechender aus und so muss es in meinen Augen sein. Agenten werden auch über VP-Points freischaltbar sein. Diese Events sind nur für eine limitierte Zeit verfügbar. Ja, stimmt, die Boxen gibt es nicht, wird hier gerade nochmal geschrieben. Wir hatten ja von Lootboxen gesprochen, haben sie wahrscheinlich absichtlich nicht mit reingepackt. Alright, interesting. Also Leute, geht gerne in die Kommentare und lasst uns gemeinsam darüber diskutieren, ob dieses neue System es in sich hat und ob es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Abonniert gerne und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, haut rein. Peace.